Dann kommen wir zur Grußbotschaft der Jungenauns, Strong and Free. Unsere Gegner, die Economy Suisse und die Neue Europäische Bewegung, die haben jetzt extra als Reaktion auf Strong and Free schon Strong und Stark und Vernetzt gegründet. Das soll dann der Gegenpart sein. Aber wir sind gespannt, was ihr macht. Herzlich willkommen. Du hast das Wort, Frau neue Grossrätin und bekannte Stadträtin aus Biel, Sandra Schneider. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Auns-Familie, vielen Dank, dass ich wieder kurz das Wort an Sie richten darf. Jedes Jahr, wenn ich an die Mitgliederversammlung der Auns komme, gewinne ich an Zuversicht. Doch es gibt sie noch, Schweizerinnen und Schweizer, welche sich für die Unabhängigkeit und Freiheit unseres Landes einsetzen. Und ich bin so froh, auch immer mehr Jüngere, Unterstützer hier zu sehen. Denn gemeinsam, egal ob jung oder alt, egal ob Frau oder Mann, müssen wir gemeinsam einstehen für unsere Schweiz. Die aktuelle EU-Politik vom Bundesrat und Mitte links mag vieles sein, aber eines ist sie nicht. Es ist keine Politik zugunsten unseres Landes. Das geplante Rahmenabkommen wird der Schweiz ihre Unabhängigkeit berauben. Die neue EU-Waffenrechtlinie zielt darauf ab, unser liberales Waffenrecht, unsere Wehrhaftigkeit als Milizarmee und unsere Schützentradition zu begraben. Wir sollen unsere Errungenschaften aufgeben, um so europäische Unsicherheit einzutauschen. Meine Damen und Herren, man muss nicht US-Präsident sein, um zu erkennen, dass dieser Handel schlicht ein Bad Deal ist. Und dann, zu allem Übel, wollen Bundesrat und Parlament den Schweizer Steuerzahlern noch die Rechnung in der Höhe einer Kohäsionsmilliarde präsentieren. Meine Antwort darauf ist klar: Nein. Nein und nochmals Nein. Geschätzte Freunde, die Auns hat ihren Namen zum Programm gemacht. Sie steht ein für eine unabhängige und neutrale Schweiz, weil unser Land soll auch künftig frei und stark sein, so wie es auch der Name unserer Jugendorganisation bezeichnet, Strong and Free. Ich wünsche Ihnen nun eine tolle Versammlung und danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, auch vielen Dank an Sandra Schneider. Es ist wichtig, dass wir die Jugend auf unserer Seite haben und in sämtlichen Umfragen sind die unter 25-Jährigen diejenigen, die die größten EU-Gegner sind, aktuell in der Schweiz. Und das gibt doch auch Zuversicht für die Zukunft.